Hier, das dürften dann alle Wolfsfelle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Das stimmt. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Okay, was soll er? Bring mir was über die Jagd bei. Großwildjäger. Sag das, doch komm, das ist ja erst Lerner. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Das machen wir, ha? Das ist immer gut. Dazu bist du noch nicht bereit. Ach so, immer noch nicht. Umgang mit dem Bogen. Gibt es. Dazu bist du noch nicht bereit. Jockgeschick, ach so. Gut. Weiter so. Aha. So, von denen bleibt noch 25 Lernpunkte. Machen wir noch einmal. Aha. Bleiben nur 20. Gut, ich sehe schon, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da irgendwie was verbessern können. Und jetzt flitze ich mal schnell dahinter. Vielleicht kommen wir irgendwie an die Ausrüstung von dem Paladin. Da hat der Schwein, aber ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn ich jetzt das Schwein abstich. Da drin war die Kiste von dem Alchemisten. Nur Fell. Können wir uns verkaufen. Nur eins. Okay, ein Fell noch. Und wer ist das da? Ist das der Proviantmeister? Urkrass. Hey du, komm her. Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Auf welche Waren wartest du? Drei große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Ich glaube, die haben wir schon, oder? Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Gut, gekauft. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Na also, her damit. Gut. Was willst du noch? Los, hau ab! Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt verschwinde. Zeig mir deine Ware. Okay, was soll denn sonst noch? Klingenschaden. Benötigt die Stärke 150. Scheiße, wir haben jetzt 130. Gut, da warten wir noch ein bisschen. Aber wir haben den Feuerkelch. Messer. Das ist der. Der Kelch ist sehr alt. Und mit Inno-Symbolen verziert. Und der hat bloß 25 wert. Spinnst du, oder was? Für wen haben wir den braucht? Finde alle Feuerkelche der Feuermagier. Die Ordensbrüder in Nordmar. Die können wir mal mehr sagen darüber. Aber ich suche noch die Sachen vom Paladin. Fälle schön überall. Ich werde reich. Durch Wolfsfell. Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt. Genau wie ein Dieb. Und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Was ist das für ein Job?
Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Oh, ich glaube, das klingt gut, hä? Huh? Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Ja, ist denn der von der Untergrundbewegung oder was? Denn wir suchen doch noch Rebellen in Kapdun. Oder wie hat das geheißen? Pass auf. Was war das nochmal? Finde den Rebellenuntergrund in Kapdun. Das kann schon gut anders sein von denen, ja? Wie soll ich Pokale stellen? Ja, das glaube ich ihm gut. Der wird eine. Um Gottes Willen, er schaut schon. Gib die Lübe raus. Sonst glaube ich knallt er mal ein paar. Jetzt wenn ich. Mit einer schlecht. Dann schaut er nicht. Du musst speichern. Schau bloß nicht her. Okay, ohne. Waffenbündel, nimm mit. Pokal. Teleportstein. Was, drei Stück? Ich glaube fünf. Wo ist eigentlich das Ding? Vom Paladin? Oder das versteckt? Oder hat er doch gesagt, das Zeug vom Paladin? Hätte sein können, dass wir die Rüstung brauchen oder so. Hätte ich gemeint. Vielleicht auch nicht. Kann das sein. Okay, geh wieder raus. Bevor er mich erwischt. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Ja und? Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ah ja. Moment. Zeig mir deine Ware. Du hast Felle. Nimm die. Leg das. Gleich wieder was verdient. So, wer ist das? Cyrus. Zu dem kommen wir gleich. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Was, Jack? Bei dem waren wir schon. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Pass auf, wahrscheinlich machen wir mal das da. Diebeskunst. Oder Schlösserknacken. Dazu bist du noch nicht bereit. 19 Diebeskunstpunkte. Nur weiter so. Machen wir mal 10 Stück. Nur weiter so. Für den Anfang. Noch 2 geht nicht, eh? Noch 2 und dann das noch. Das geht nicht.
Aber warte, müssen wir uns merken. Ach, da ist Deckard. Zu dem wollten wir da rein. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Bufford schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Bufford an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Hast du Arbeit für mich? Klar, du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Was Heiltränke? Scheiße. Na gut, hilft nicht, ha? Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Aber das Kosmos. Du dummer Sack, du. Schwere Orksöldnerrüstung. 80.000. Bauernkleidung. Lederkluft. Eine leichte Orksöldnerrüstung. Für 5.000. Die war mögliche. 5.000? Aber das kriegen wir noch nicht zusammen. Das kriegen wir noch nicht zusammen. Das heißt, ich muss noch viel mehr klauen. Wolfskraut. Er braucht das ganze Zeug, oder wie? Also müssen wir uns merken, für 5.000 gibt es so eine leichte Ork-Rüstung. Also Ork-Söldner-Rüstung. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Banditen jagen. Da machen wir später mal, gell? Das machen wir später. Aber ich möchte noch schnell mal zurück nach Adea. Und zwar wegen dem Check, was er gesagt hat. Pass auf. Machen wir mal so. Okay, da haben wir uns mal schnell aufs Ort dann, gell? Check war ja auf der anderen Seite drin. Ich mach schon mal um mich. Denn ich brauch Kohle, um die neue Rüstung zu kriegen. Aber, das alles machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich mach jetzt mal eine Pause. Und beim nächsten Mal gehen wir dann zu Check.